im Radio habe ich gerade gehört, Meckenbeuren. Das kannte ich nur vom Lied bisher. Auf der Schwäbischen Eisenbahn. Stürke, Dulm und Biberach. Meckenbeure, Dullersbach, so irgendwie. Also muss man an der Karte nachgucken, wo jetzt die besonderen Evakuierungen stattfanden. B-Dur oder C-Dur, Meckenbeuren. Das nützt jetzt auch nichts, wenn so viel Wasser regnet. Riders in the Storm. Ja, das gibt's. Das ist eine schöne, ein E-Moll, das habe ich auch gespielt. Also ich habe viele Sachen gespielt, das, was ich aufgezeichnet habe hier, das ist eher Live-Mitschnitte, anfängerhaft, bettishaft. Auch der Gesang, mehrstimmig, drei Oktaven aus dem Hut, aber darum geht es hier nicht. Es geht darum, dass es Spaß gemacht hat. Ne? Das Leben muss auch ein bisschen Spaß machen. Und da kommt jetzt der dumme Regen dazwischen. Ne? Das finde ich nicht so gut. Meckenbeuren, jetzt gucke ich mal, wo das ist und was können wir tun als Menschheit? Das müsste klar sein, den Energieverbrauch aus anderen Quellen holen und reduzieren. Erstens reduzieren, zweitens aus anderen Quellen, vielleicht sogar vermeiden. Konsumverzicht hat mal die Eva Herrmann, eine interessante Journalistin, gesagt. Aber die Menschheit muss dazu bereit sein. Und sonst müssen die Ärmsten der Armen die Quittung tragen für den hohen Energieverbrauch in Amerika. Vor allen Dingen und in den Industrieländern, vor allen Dingen. Und da will man ja auf den Wohlstand nicht verzichten. Schon gar nicht im Alter, muss die Rente stimmen. Dafür setze ich mich ein. Gestern habe ich irgendwo gesagt, oder vorgestern, Inklusion heißt das Stichwort, weil ich auch selber schwerbehindert bin. Das wäre eins meiner Themen, soziale Gerechtigkeit, Inklusion, dann Ökologie, vielleicht Krieg und Frieden. In der Reihenfolge. Gregor Gysi sagt immer das Gleiche. Seine fünf wichtigsten Themen. Bei mir kommt nochmal auf eins Inklusion, zweitens Gerechtigkeit, also soziale Gerechtigkeit, ich meine, drittens Gerechtigkeit beim Klimawandel, ne? Dass das gerecht in der Industrie zu gut geht, viertens Krieg und Frieden und fünftens lokale Sachen vielleicht noch. Jetzt komme ich in Schwafeln, ich warte auf die Brötchen, mir ist jetzt dann langweilig, der Magen knurrt noch nicht, aber ich muss mal ein Glas Wasser trinken. Sonst ist der Mund trocken.